Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich habe ja gesagt, ich möchte es da noch ein bisschen drüber sprechen, über diese Freiheit des Lebens. Und ich gehe in dem ganzen Theater, das da gerade so rundherum abläuft, einfach so oft wie möglich auch wieder an in die Natur, um mich zu erinnern, wie wer ich wirklich bin und was Leben wirklich bedeutet und heißt. Und das finde ich das Tolle am Elternsein und an diesem freien Lernen, weil es muss ja gar nichts gelernt werden. Das ist schon wieder so tituliert, als ob wir was tun müssten, aber wer meine Videos kennt, weiß ja inzwischen, dass jeder Mensch seine eigene Vision dabei hat des Lebens und sie einfach nur auspacken darf. Und in der Natur kann es halt vollständig geschehen. Das Leben findet nur im Jetzt statt und die Kinder sind sowieso immer im Jetzt und zeigen uns ja ganz klar und deutlich, wenn wir nicht im Jetzt sind, deswegen randalieren sie dann und so und sagen uns, hallo, das ist nicht das Leben, das ist Stress, was ihr habt. Das finde ich so super an den Kindern. Ich liebe das. Oder auch mit den Tieren, die sagen uns das auch, ne? Deswegen haben manche Menschen auch Tiere, um sich daran zu erinnern. Manche tun es auch, manche vermenschlichen sie leider. Es gibt auch den Spruch, wenn du eine Katze streichelst, streichelst du deine Seele. Das fand ich auch sehr spannend. Und diese Ruhe, die dann entsteht, wenn du einfach mit der Natur bist und wenn die Kinder da sind, das ist so fantastisch. Und wir waren ja stundenlang und von morgens bis abends und am nächsten Tag wieder. Wir haben einen Tag an einer Stelle verbracht, womöglich. Wussten es aber vorher nicht. Musst halt dann immer genug zu essen und zu trinken einpacken und immer eine Picknickdecke. Also Picknickdecke ist für mein Kind eine schöne, tolle Erinnerung und sie liebt Picknickdecken, habe ich schon festgestellt. Da gibt es also eben diesen Erfahrungswert, der sich manifestiert hat im Körper mit dem ganzen schönen Dasein. Und wenn wir den Kindern halt von Anfang an das geben, meiner Meinung nach, gibt es nichts Besseres. Ihnen zu zeigen, wie das Leben wirklich geht. Und dass wir es selbst erschaffen können, in jeder Sekunde. Und im Leben sein und nicht uns vom Leben diktieren lassen. Das ist ein großer Unterschied. Oder von der Umwelt diktieren lassen, was wir jetzt zu tun hätten oder zu lassen hätten. Wir selbst wissen das ganz gut und das erfahren wir oft auch nur in der Stille. Ja. Bis später. Möchtest du mehr darüber erfahren oder über Familiensein und Elternsein und freies Lernen, wie das funktioniert und wie das am besten geht, dann melde dich einfach gerne. 089-122-96485. Dann können wir auch gern weitersprechen. Schöne Zeit. Ciao.